Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir einen potenziellen Siedlungsplatz von Ghulen befreit. Und bevor wir jetzt den Siedlern Bescheid sagen, dass hier alles frei ist, gucken wir uns noch die Umgebung an, um nach Schätzen zu suchen. Und weiter geht's mit Fallout 4. Jawohl, von Gutshaus Crew. Berichte den Siedlern bei Nordhagen Beach von deinem Erfolg. Jetzt muss ich dahin wieder zurück. Okay. Irgendeinen Versorger herschicken, aber ich möchte eigentlich gar nicht hierher laufen. Gucken wir jetzt noch. Oh, ich baue aber vorher ein Bett, dann kann ich speichern. Und dann gucken wir uns noch diese hintere Ecke an, weil eigentlich muss ich hier nicht noch mehr herkommen. Das ist alles viel zu weit auseinander. Oh. Jawohl. Können wir auch mal schlafen? Und dann ist vielleicht der Sturm auch vorbei. Ach, hier drin sind wir sicher im Haus. Aber vielleicht schlafen wir uns. Wir schlafen uns einfach mal richtig aus. Jawohl. Nein, jetzt geht's. Okay. So, ich habe Hunger und Durst. Das können wir noch machen. Und dann gehen wir zu diesem letzten Haus, so auf dem letzten Zipfel der Welt. So, einmal trinken, einmal gebackene Bleeflieger haben wir noch. Die ist ja schwer. Wieso sind die so schwer? Sind wir gut genährt. Galakenfleisch müssen wir auch gleich essen. Hier ist natürlich wieder Nacht. Ja, bringt nicht so viel. So, da ist noch ein Haus. Ja, schade, ich hätte... Was ist denn da los? Was ist denn das? Da ist ja Action. Und zwar richtig komische. Sind das Aliens? Gunner Sergeant, okay. Gucken, ob wir irgendwas sehen können. Kind des Atoms. Sind die aber böse? Da ist der Sergeant. Schießen ihm in den Arsch. So, Gunner sind sowieso böse. Oh, der Sergeant ist ein bisschen stärker anscheinend. Obwohl wir jetzt schon das krasse Sniper haben mit sonst was für Werten. Wieso kriegt er keinen Schaden? Hund. Jawohl. 150 dafür. Kind des Atoms. Schießt er auch auf mich? Okay, ich werde gewarnt wegen der Gefahr. Das war eine Sekte aus Fallout 3. Diese Kinder des Atoms. Aber ich weiß nicht, ob die feindlich waren oder nicht. Vielleicht nicht automatisch. So. Hallo? Schießen Sie? Ja. Okay, ja. Ja, die schießt sofort auf mich. Okay, die haben irgendwelche seltsamen Waffen. Die gucken wir uns gleich mal an. Wir sind versteckt wieder. Es ist nur einer gewesen. Ein Kind des Atoms. Hier ein ganzes Sektendorf gebaut. Gamma-Patrone-Fusion. Okay, Stimpack. Sturmgewehr hat dabei. Eine Gamma-Kanone. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder zu schwer. Was ist denn das? Gamma-Kanone, die macht bestimmt jetzt Strahlungsschaden. Die hat den Plus bei. Da. Ja, Strahlungsschaden. 121? Das ist ja ganz ordentlich. Die behalte ich, glaube ich, mal. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Achso, stimmt, die Lederrüstung kann ich eigentlich rausschmeißen. Die wiegt 4? Okay. Hä, es ist blöde, dass das hier wieder alles dunkel ist. Ah, hier ist schon einer gestorben. Moment, eine Nuka-Granate. Was ist das denn? Grüne Lumpen von... Nee, das brauchen wir nicht. Nuka-Granate, die macht... Wurde die aus einer Nuka-Cola gemacht oder ist die auch mit Strahlungsschaden? Wo haben die denn sowas her? Tatsache. In der Flasche. So, hier ist nichts weiter. Hier ist noch eine Kiste.
Nachtsicht und mächtig. Bestimmt ein Scharfschützengewehr einfach nur. So, hier ist nichts weiter. Wird denn hier irgendwas angezeigt überhaupt, dass das irgendwas ist? Nee. Nicht mal ein Ort. Ach so, eine Zeitung bloß. Ofenhandschuh. Oh, hier liegt auch einer. Speiseöl. Ne, die haben aber sich ganz schön gewehrt. Ach, hier wäre Beton gewesen, aber das kann ich nicht auseinandernehmen. Zu weit weg. Hier ist ein Pi. Ah, ja, okay. Gehen wir mal einfach hin. Nicht, dass jetzt hier die Seefahrer-Wackelpuppe ist und dann verpassen wir die. Ne, da ist nix. Okay. Da ist immer Klebeband drin. Ah, nicht, dass wir jetzt noch auf eine Mine laufen. So, hier war schon mal nix. Das ist ein Schild. Okay. Nee. Auch nix. Ja, das war ja völlig überflüssig. Da ist noch eine Kirche. Okay. Ein richtiges kleines Dorf hier. Bestimmt sonst gar nicht so schlecht gewesen, aber jetzt... Okay, zu. Oh, das Licht. Sieht man irgendwas? Boah, man sieht ja nix. Da wäre Nachtsicht gar nicht so schlecht. Ja, was wird... Zumindest nichts angezeigt. Ah, jetzt. Da kann man was entdecken, aber... Können wir das eigentlich, können wir das machen? Ich weiß ja nicht, wie. Gesellschaft für Meereskunde. Na, Hand. Okay. Okay, da kann man rein. Hier kann man auch rein. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich will nicht nochmal hier in diese Ecke rein. Ist zu weit weg. Und zu abgelegen. Der perfekte Ort für eine Wackelpuppe. Hoch. Nicht, dass mich da noch einer reinlegt. Ja. So, hier gibt's aber anscheinend nichts weiter. Moment mal, aber das hier ist doch nur ein Haus, ne? Ja, mehr ist da nicht. Aber nicht, dass jetzt hier wieder so ein Meeresmonster rauskommt. Ne, hier ist keiner weiter. Okay, ganz einfaches. Oder die haben irgendwo so einen Wächterroboter noch, der genauso toll ist wie bei der, wo wir einmal den die Powerrüstung mitgehen lassen wollten und es nicht geschafft haben. Das Öl. Nein, jetzt bin ich schon wieder zu schwer, ey. Die nehmen wir mal mit. Da ist noch mehr Öl gewesen. Oh nein, okay, wir... Das ist doof. Wir müssten eigentlich zurückgehen. Maschinenpistole? Achso, ja. Der Flammenwerfer wiegt auch voll viel. Aber der bringt bestimmt auch viel, oder? Kann man da einen Wert sehen? 600, ja. Können wir bestimmt nicht verkaufen, weil keiner genug Geld hat. Was habe ich denn sonst am linken Arm an? Ah. Okay, weg damit. Wiegt 4. So, hier können wir jetzt reingehen. Mal gucken. Huch, hallo. Wer sind Sie denn? Hallöchen. Nein, ich wollte ihn gar nicht hacken. Mist. Ich will meine Waffe wegtun. Ja, wir können nicht mit ihm reden. Okay. Bank, hier ist nix. Was bringt denn dieses Teil hier? Oh, irgendwelche Sachen. Okay. Oh ja. Okay. Ausgezeichnet. Yeah, was kann das? Dauerhaft 10% Nachlass bei Lebensmittelhändlern. Weil wir da nie kaufen gehen. Wir kaufen doch nie Lebensmittel. So, mal gucken, ob es hier jetzt irgendwas Tolles gibt. Okay. Ich weiß nicht, ob wir
vielleicht da gleich schon mal Nahrung pflanzen sollten, bevor wir weggehen. Das nehmen wir mal. Ja, stimmt. Ah, wenn der Power Can leer ist, haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Wäre vielleicht gar nicht so doof. Oh. Wer schließt denn Erste-Hilfe-Koffer ab? Was denn, wenn jetzt ein Notfall ist? Hat einer einen Stein zu krass angeguckt und muss sofort... Ups, behandelt werden. Ja. Ah, den Pack nehmen wir mal mit. Okay. Terminal. Oh, zum Hacken. Kriegen wir denn die geheimen Informationen? Prop. Ein Treffer. Hier ist einmal schon mal das O. Gar kein Treffer. Okay, das O ist es schon mal nicht. Prop. Vielleicht das P. Okay, zwei Treffer, dann ist es Paul. Yeah, 14 hat es gegeben. Ah, weil ich intelligenter bin. Internes Memo? Okay. Okay, Roboter herunterfahren, hat er gesagt. Okay. Wozu habe ich den jetzt gehackt? Was sollte das? Hier geht's noch weiter nach oben. Ich lade mal nach. Ist er jetzt nach oben gegangen oder ist es noch einer? Da ist noch ein Raum. Da ist die Tür. So. Das nehmen wir mal nicht mit. Ah ne, ist der gleiche. Oder ist es, er ist vielleicht einfach ein Ausbildner. Ja, hallo. Guten Tag. Okay. Könnten ihn auch kaputt machen und den seine Sachen nehmen, aber... Nö. Oh, ein eine Expertentür. Da ist jetzt die Wackelpuppe drin. Das spüre ich doch schon im Dietrich. Oder wird er jetzt richtig sauer, weil ich hier eingebrochen bin? Nein, wieder nicht. Okay, da. Okay, den Stift nehmen wir mit. Oh, eine Golduhr. Da ist eine Zeitung nur. Oh, wie doof. Das hier ist was ganz Tolles drin. Nee. Mine nehmen wir mal mit. Nee. Selbstzielend? Was ist das denn bitte? Das will ich mal sehen. Selbstzielend eine Laserpistole, ha? Kommt denn das her? Hat die das automatisch? Oh, die macht ja gar keinen Schaden. 23. Was ist das für ein Blödsinn? So, was passiert, wenn ich hier runterfalle? Da gibt's auch nichts. Nee, da war ja schon. Ja, was soll jetzt dieses Ding hier? Haben wir es schon erkundet? Nö. Aber da war ja noch dieser zweite, das zweite Haus. Da gehen wir jetzt rein. Da bin ich mal gespannt, ob wir wenigstens irgendwas kriegen. So, oh, das hört sich nach Lurkern an. Da ist er. Und ein Auszubildender. Oh, die kämpfen gegeneinander. Ja. So, den. Oh, da gibt es noch mehr Öl. Oh, oh, ein Meisterschloss. Das erste, das wir knacken müssen. Na, wir müssen das wahrscheinlich ganz langsam machen. Oh, was? Kommen wir schon so weit? Oh. Das ist bestimmt aber nur so minimal. Okay. Wieder ein bisschen zurück. Dass wir jetzt ja genau vorbeigegangen sind. Und? Jawohl. Was ist da drin? Ja. Was? Wozu habe ich denn das jetzt getan? Das war jetzt nicht so toll. Kalibriert und mächtig für ein... Ist es improvisiert? Wie blöde. 29 hat es aber gegeben. Wenigstens das hat sich gelohnt. So. Was gibt's denn jetzt hier? Ja, das nehmen wir auch mal mit. Jawohl. Jetzt bin ich zu schwer. Ich bin zu schwer wegen Munition.
Ja, Molotows. Ich weiß es mal wieder nicht. Ich muss unbedingt auch Sachen einlagern. Und... oh, wir können was essen. Das ist eine Idee. Ein Ribeye-Steak. Die sind immer schwer. Ja. Wunderbar. Dann sind wir auch wieder voll bestimmt, wenn wir das verdaut haben. So. Können wir mit dem reden da unten? Sind da mehrere? Hallo? Arbeitet ihr? Oh, das ist eine Station. Da können wir was reparieren. Hallo? Nee, da sagt mir ja gar nichts. Können wir auch Heckenkleber? Bin schon wieder zu schwer, aber... ich geh jetzt erstmal dieses Ding reparieren. Da sollten wir denn wieder Platz kriegen, wenn wir jetzt Stahl wieder abgeben. Ich weiß gar nicht, was man noch alles braucht. Ob die neuen Teile noch mehr Sachen brauchen, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Weiß gar nicht, der ist ganz kaputt. Den müssen wir als erstes machen. Stahl, Vakuumröhre. Achso, Stahl, Kupfer, Aluminium. Oh, der braucht ein bisschen mehr als Stahl. Haben wir aber alles bei. Der Torso geht noch. So, der Rest ist gar nicht so kaputt, aber wir machen es trotzdem mal. Weil wir genug Zeug haben. Oder auch nicht. Aber wir haben jetzt, müssten wieder ganz viel Platz haben. Jetzt haben wir wahrscheinlich einfach so Öl in der Tasche. Weil wir den Ölkanister auseinandergenommen haben. Oder wie viel haben wir jetzt? Okay, 3. Das war jetzt nicht so toll. Forschungsterminal. Gibt's neue Erkenntnisse? Hummerwachstum. Erhöhte Giftwerte, ja gut. Oben. Ja, das ist jetzt alles nicht so toll gewesen. Büroschlüssel. Nicht finden. Ich muss noch weitere Anmeldebögen und Infozettel für den Hafenblock. Genau. Hast du sie wieder im Schiff gelassen? Okay, das ist jetzt der Hinweis, dass falls wir einen Schlüssel fürs Büro haben, brauchen. So, die Safe-Steuerung. Aber können wir den auch so knacken? Wo ist denn der überhaupt? Da. Experte, ja. Das bringt mehr Erfahrung. Und wir haben genug Haarklammern. Ich glaube, die wiegen zum Glück nichts. Obwohl es auch ein bisschen komisch ist, wenn wir so einen ganzen Sack davon dabei hätten. Müsste das ja trotzdem was wiegen. Geschafft. Jawohl. Wiegt 0,5. Doch, nehmen wir mit. Auch wenn wir relativ selten Silber brauchen, aber wenn man es denn mal braucht, kann man auch genug haben. So, nehmen wir mit. So. So, das ist Wasser. Haben wir das jetzt schon leer gemacht hier? Ist das denn Smartphone? Nee. Nur ein Loch im Tisch. So. Hundefutter. Ja, haben wir das jetzt schon komplett entdeckt hier, oder was? Was soll das? Okay, aber wenigstens haben wir unsere Rüstung repariert. Aber der Rest ist ja ein bisschen albern. Jetzt ist hell, jetzt. Da können wir nochmal in der Kirche gucken gehen und wir können hier auch nochmal rumgucken. Was für ein Schiff haben die denn? Die Schlüssel drauf lassen können. Da ist eins. Und hier ist auch ein. Aber ich will da gar nicht rein, da ist bestimmt. Oh, das ist radioaktiv. Eine Meyer-Lurker Todeskralle. Okay, ja, er kann nichts machen. Das war gut. Der ist ja stark. Okay, können wir den rechten Arm kaputt schießen? Okay, der ist nicht so krass gepanzert wie der Rest vom Körper. Anscheinend. Okay, das reflektiert. Da sind noch mehr davon? Oh. Die geben bestimmt... Moment mal, wir haben doch Molotows dabei. Hoffentlich treffe ich mich nicht selber. Nee, aber doch, ihn hat's getroffen. Ha. Können wir so noch was machen?
Die rechten Beine. Rechter Arm, 90%. Will der jetzt gar nicht runtergehen? Die sind bestimmt voll stark. So, guck mir mal den da hinten an. Der ist im Wasser und versteckt sich. Erwischt. 100. Der andere versteckt sich hier. Gucken. Da ist die Schere. Boah, da unten ist alles voll mit denen. Ist ein gefährliches Pflaster hier. Nochmal 100. Ist der andere? Da. Kehren wir den auch mal. Ups, wo ist er denn? Nein, kommt der jetzt hier hoch? Der kann nicht hier hochkommen. Nee. Er weiß nicht, wie man eine Treppe benutzt. Oh, jetzt ist er aber gleich hier oben. Er wurde hochgeboxt. Nein, jetzt ist er wieder unten. Okay. Zack. Yeah. Todeskralle, ja. Ist gerade noch einer hochgekommen? Nee. Rechter Arm. Können wir den treffen irgendwie? Jawohl. Bringt noch nicht so viel. Aber wir haben ja genug Munition. Oh, wir haben aber ordentlich rumgeballert, ne? Dann hatten wir nicht mal 500. Jetzt können wir ihn sehen. Kopf ist 50% nur. Torso. Ah ja, der ist aber auch weich. Auch nur 50%, naja. Wenn jeder zweite sitzt, ist es ja auch schon gut. Erwischt. Sehr gut. Gucken, was die gleich noch bei haben, ob sich das lohnt, da ins Wasser zu gehen. Die haben bestimmt auch nur Fleisch, ja. Naja, denn nicht. Das können wir höchstens noch grillen, denn. Da haben wir jetzt was abgeschlossen, nee, ne? Ne, ist einfach nur da. Jetzt gehe ich noch schlafen und dann sehen wir uns wieder am Nordhagen Beach. Den Rückweg heben wir uns allerdings für die nächste Folge auf. Also dann bis zum nächsten Mal bei Fallout 4.